Ja, liebe Leute, willkommen zurück zum Info-Video Frage und Antwort. Ja, es gab wieder ein paar Fragen und die würde ich halt gerne wieder mal kurz beantworten, dass das klar ist. Das eine ist, wie komme ich denn an die Passwörter ran oder an das Passwort von dem Surfer? Also es gibt zwei Passwörter eigentlich. Das eine ist für den Surfer direkt, dass man sich darauf einloggen kann. Und das andere Passwort ist jetzt mehr ein Angebot. Ich habe dann noch so einen Teamspeak-Server. Wer da den benutzen will, der kann das auch machen. So, wie komme ich denn dahin? Ja, ihr müsst mir eigentlich eure Steam-ID und euren YouTube-Namen zukommen lassen. Irgendwie auf irgendwelchen Kanälen. Weil ich diese Nummer brauche. Die kommt dann halt in diesen Server rein und das wird dann alles dort gelockt und ich habe das dann halt in Übersicht zum YouTube-Namen, wo ihr dann auf meinen Kanal da halt ein Abo habt. Also ihr habt ja da bestimmt auch einen Namen. Manche haben auch mehrere Namen, manche haben auch andere Namen bei YouTube als auf Steam. Und insofern, oder manche haben dort drei Namen und dort fünf Namen. Also und da ich euch nicht suchen will, ich habe das ein paar Mal gemacht und ein paar Mal versucht, bei ein paar Leuten, da tauchten dann plötzlich 20 mit den gleichen Namen auf, weil der Name ist frei wählbar, dann können auch alle die gleichen Namen haben auf Steam. Entscheidend ist die Steam-ID. So, die brauche ich, dass ich dort eben nicht unter 100 Müller irgendwie einen raussuchen muss. Naja, ihr versteht das schon. So, und dann natürlich auch zum Zuordnen, wenn das halt nicht der gleiche Name ist, wie wo ihr hier bei mir ein Abo reingeknallt habt. Damit ich das verbinden kann. Ja, wie kriege ich denn nun meine Steam-ID, weil ich habe die noch nie gebraucht? Das ist eine gute Frage. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt auch Portale im Netz, die einen die Nummer dann im Prinzip anzeigen. Aber man kann das auch ganz einfach machen, weil wenn da jetzt irgendeine Suchmaschine oder irgendwelche komischen Skripte da rummehren, wer weiß, was sie noch für Daten abziehen. Ich weiß es nicht. Deswegen könnt ihr das selber machen, indem ihr einfach euer Steam-Profil öffnet. Also Steam öffnen und dann habt ihr oben euren Namen. Dort klickt ihr drauf und dann öffnet sich so eine Seite mit oben euren Namen und euren ganzen, was weiß ich, was ihr alles gemacht habt, euren ganzen Spielen. Und wenn ihr jetzt neben den Namen oben Rechtsklick einfach so auf die Seite macht, Rechtsklick, und dann kommt so ein Menü und da steht unten Quellcode anzeigen und dort klickt ihr dann drauf. Und da öffnet sich ein Editor. Das ist meistens unter Windows ist das der schrottigste Editor, den es gibt. Aber das reicht erstmal. Also es ist eigentlich kein Editor, das ist nur eine Lesehilfe, egal. Die öffnet sich. Und dort sucht ihr Steam-ID einfach so. Im Editor suchen und dahinter steht dann irgendwie Steam-ID ist gleich. Und dann steht so eine lange Nummer, die geht, glaube ich, bei allen los mit 76561198 und dann kommt dann noch eine andere Nummer. So, das ist im Prinzip eure Steam-ID-Nummer, die nur ihr habt. Genau, das sind die Sachen, die ihr mir dann zuschicken könnt und dann weiß ich Bescheid und dann schicke ich euch im Prinzip dann, wenn ich das alles weiß, schicke ich euch dann die Passwörter zu und dann könnt ihr euch dann darauf tummeln, beziehungsweise ich muss dann eben die Slots nachkaufen und das dauert ein bisschen. Also ich mache das immer nur so Schritt für Schritt in Ruhe. So, das war das eine. Ich denke mal, das ist eigentlich soweit jetzt klar. Also mehr jetzt, ich meine, ihr seid ja kreativ, das ist ja... ihr kriegt das schon hin, hier steht es auch nochmal. Ja, und dann gibt es noch eine andere Frage. Soweit habe ich das noch gar nicht gedacht. Und zwar... kann ich eigene YouTube-Videos machen auf deinem Server? Ja, da hatte ich jetzt erstmal gedacht, naja gut, okay, das ist ja jetzt mehr ein Community-Server. Und warum? Aber andererseits, naja, meine Güte, wenn ich sage ein Abo und kommentieren, dann ist das ja eigentlich auch erfüllt. Ja, und dann... fiel mir ein, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, die Lehre. Die Lehre. Und zwar war das mal früher, ganz früher, was heißt ganz früher, war das mal eine Episode vom Raumschiff Voyager. Es ist ein totaler Sprung jetzt, total. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Und zwar geht es dabei, dass das Raumschiff im Prinzip
in einen leeren Raum reingezogen wird, wo es nichts gibt. Es ist nur dunkel und es ist nur Raum da, sonst ist nichts da. Und dann gibt es dort noch viele andere Schiffe, die auch dort gestrandet sind. Und das Problem ist eben, um an Rohstoffe zu kommen und Energie etc., die man dann braucht im Überleben, um das Schiff zu reparieren und so weiter, muss man eigentlich den anderen vernichten. Sobald irgendein neues Schiff reinkommt, noch nicht weiß, was ihm geschieht, völlig verwirrt ist, überfällst du das und machst das platt im Prinzip. Ja, und das war so eine, so, ja, ich weiß auch nicht, das war so eine Situationsbeschreibung eigentlich, ja, wenn du dir das hier so vorstellst, dass Let's Play, was du hier machst, YouTube im Ganzen, ist das ja quasi irgendwie sowas wie so ein schwarzer Raum, wo du irgendwas reinmachst, wo du alleine kämpfst, mehr oder weniger, wo du da so deine Let's Plays produzierst. Gut, ist ein bisschen weit hergeholt, aber egal. Und das Entscheidende, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, man kann sich jetzt der Sache anpassen. Man kann jetzt im Prinzip einer gegen alle, man kann jetzt kämpfen, man kann der Stärkere sein, man kann den Schwächeren immer ständig eine drüber braten, wenn sie kommen, immer ausbeuten, vernichten. Oder man kann jetzt im Prinzip sich mit denen zusammenschließen und dann versuchen, gemeinsam sozusagen aus diesen ganzen Dingen zu entfliehen. Also sozusagen es eben anders machen als alle anderen. So, und da dachte ich mir, ja klar, warum nicht? Machen wir es genau anders als alle anderen. Und ja, was ist der Unterschied jetzt auch zwischen den normalen Let's Plays, wo jetzt jeder YouTuber, der sich hier irgendwo tummelt, die Sache macht, zu jetzt zu den Community Let's Plays? Das ist wahrscheinlich eigentlich nur der Chaos-Faktor. Ich denke mal, die meisten wollen so ihre ganzen Let's Plays unter Kontrolle halten, wollen alles bestimmen und so weiter. Und das gibst du im Prinzip in so einer Situation aus der Hand. Also wenn du dich einloggst auf einen Server oder ich mich oder irgendjemand anders, dann kann das sein, dass dort das, was du dir aufgebaut hast, vernichtet ist. Oder das, was du machen wolltest, wo du hinfliegen wolltest zu dem Planeten oder irgendeine Aktion machen wolltest, dass das nicht mehr geht, weil das ist schon alles platt oder wie auch immer, keine Ahnung. Also es ist immer wieder neu, weil man weiß nicht, was ist. Also du hast auch keinen Spielstand, den du neu laden kannst. Du hast auch kein Backup, wo du sagst, das ist ein Backup und wenn irgendwas schief geht und mir passt das nicht oder ich laber jetzt hartes Zeug hier, dann das will ich nicht, dann kannst du da nicht mehr zurück. Du kannst im Prinzip nicht mehr zurück. Also das ist, eigentlich finde ich es interessant, es hat irgendwas. So, und ich finde eben auch, wenn man das teilt, dann ist das eben, ja, wie wenn man alles teilt. Im Moment hat man kurzzeitig weniger, aber hinten raus hat man dann, denke ich, mehr. Und deswegen sage ich mal, klar, warum nicht? Ich meine, wenn du die vorhergehenden Sachen erfüllst, dann kann man da auch zusammen Let's Plays machen. Oder man kann auch einzelne Let's Plays machen oder selber welche machen. So, also im Prinzip kannst du machen. Und dann habe ich überlegt, na gut, okay. Ich bin ja immer für Geben und Nehmen, also immer Ping-Pong. Das ist schon für alle Beteiligten quasi Win-Win soll es sein irgendwo. Das ist das Beste, finde ich. Zumindest sollte man es anstreben immer. Und da gibt es halt ein paar Punkte, wo ich sage, ja, also die dann schon dahin fließen sollten. So. Also, wenn im Prinzip du dein Projekt machen willst, oder dann wäre es cool, wenn sozusagen beim ersten Video zu Beginn halt hier auf mein Projekt hingewiesen wird, dass das hier damit im Zusammenhang ist, klar. Und dann wäre es cool, wenn in die weiteren Videos unten in die Videobeschreibung halt ein Link hier zu dem Kanal, zu meinem Kanal reingeknallt wird. So, und dann ist natürlich noch Folgendes. Ich habe hier einen Spendenlink für den Server, den ich hier jetzt aufgebaut habe in den letzten Wochen. Und der kostet Kohle. Der wäre das natürlich cool, wenn du da diesen Spendenlink mal aktivieren würdest. Wäre ein cooles Feature. Der einzige Unterschied ist, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin noch Schüler, ich habe da jetzt kein eigenes Geld, ich habe keine Kohle, die ich jetzt verdiene, ich habe nur Taschengeld,
dann lass es. Das ist albern. Das muss nicht sein. Also, wenn du natürlich eigene Kohle schon verdienst und sagst, hier, dann betätigen. Letzten Endes ist es ja auch wieder eine Win-Win-Situation, weil wenn das Ding stabil läuft, wenn die Infrastruktur da ist, dann können alle weitermachen bis in die Unendlichkeit. Wenn es halt dann irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen dann nicht weitergeht, na, dann sind alle traurig. Genau, optional, was weiß ich, kannst natürlich auch noch andere Ideen haben, wie du das verlinken kannst, wie du da die Sachen verknüpfen kannst. Ja, so, das waren eigentlich so die Überlegungen, die ich dazu hatte. Ansonsten, es wird schon wieder Abend, ich muss das immer mal umstellen, ich vergesse das immer zu ändern hier, weil das geht ja hier eigentlich recht entspannt. Und dann machen wir einmal Nacht durch. So, Tag. Genau, das waren so die Gedanken zu den einzelnen Punkten. Und wie gesagt, gemeinsam ist man halt, hat man mehr davon, wenn man was teilt. Sehe ich so. Und wenn man so ein paar Sachen beachtet und läuft. Ich meine, man braucht ja nur mal sich so ein bisschen empathisch in die Situation des anderen hineinversetzen und überlegen, wenn ich das machen würde und da kommt jemand und fragt mich, ob er mitmachen will und eigene Let's Plays vielleicht auch machen will oder so. Was würde man da sagen, ja? Was würde man dann denken? Oder wo sagt man, ja, das würde ich unterstützen oder so. Und wenn man das so, sich so ein paar Gedanken oder so ein paar Antworten rausgesucht hat, wo man dann zufrieden ist damit, dann, ja, dann läuft das. Dann klappt das auch. Und dann kann man mal sehen, in welche Richtung sich entwickelt. Und also, ein bisschen Chaos ist nicht verkehrt, finde ich. Manchmal ein bisschen Chaos reinbringen in das Ganze. Hier, Let's Play, Leben und wie auch immer man das nennt. Ja, und wie gesagt, das ist so das Community-Let's Play. Das ist eigentlich mal sehen, wie sich entwickelt. Wenn jemand jetzt andere Ideen hat, wo er sagt, ja, lass uns doch was anderes zusammen machen. Jetzt was unter kontrollierten Bedingungen. Irgendwie irgendwas anderes. Ja gut, dann ist das Fragen, kostet nichts, passiert nichts. Ich meine, kommen ein paar coole Spiele raus so die nächste Zeit. Da kann man ja auch was zusammen machen. Und ja, ich meine, man muss sich halt mal bewegen, von nichts kommt nichts. Hier wird niemand irgendwie der Kopf abgerissen oder irgendwelche dummen Sprüche gemacht. Ja, auch wenn man sich überlegt, okay, er nimmt mir dann Abonnenten weg oder so. Das ist so kleinkindmäßig, finde ich das. Das ist, nee, braucht man nicht weiter ausführen. Also ihr habt das verstanden, hoffe ich. Ansonsten weiß ich auch nicht mehr weiter. Ne? Ich denke, ihr kriegt das alle hin. Seid groß. Alles klar. In dem Sinne, bis demnächst. Bis später. Bis Montag. Quasi.